Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 1800, der zweiten Folge. Ja, wir haben ein bisschen geplant. Jetzt ist angesagt. Jo, ich habe mal kurz angehalten. Das hier alles aufzubauen. Ja. Das haben wir jetzt aufzubauen und währenddessen ist unser Schiffchen kurz mal unterwegs, um hier mal zu gucken, wo es sich lohnt. Anzulegen und diese Insel noch in Besitz zu nehmen. Ja. Wir müssen ja schauen, dass wir so schnell wie möglich ein bisschen expandieren. Also ich möchte es auf jeden Fall. So. Pausenmodus. Wir bauen jetzt. Ja. Bauen jetzt erstmal auf, dass wir genug Personal haben und dann werden wir die Geschäfte eröffnen, so dass wir zügig arbeiten können. So. Weil ich denke mal, die anderen sind auch unterwegs, wenn sie schlau sind. Und davon muss ich leider ausgehen. Stand gespeichert. Ja, die sind schon zum Beispiel bei einer Stufe weiter angekommen. Ja. Die sind schon weiter als wir. Und da müssen wir dann halt mal hinterherkommen. So. Admiral auf der Brücke! Was machen wir weiter? Koordinaten eingezeichnet. Erstmal wollen wir die ein bisschen. Unzufrieden, durchschnittliche Zufriedenheit der Bauern dieser Insel. Wie mir scheint, sind wir hier unerwünscht. Versorgung keine. Ja. Warum sind die denn unzufrieden? Ach so. Weil deren Sachen noch nicht angebaut sind. So. Brennerei. So, jetzt machen wir mal die ganzen Dinger auf. So, dass wir zügig alle Bedürfnisse hinbekommen. So, jetzt kommt da noch ein Lagerhaus hin. Jo. Das bauen wir direkt. So. Hey. Und das haben wir auch schon mal. Minus 462. Ja, unzufriedene Bevölkerung. Wir werden jetzt aber mal, zweites Städtchen quasi aufbauen. So. Ein Marktplatz kommt dann hier. Ihre Majestät baut darauf, dass ich jeden verhafte, der die königliche Ordnung beschmutzt. Sie eingeschlossen. Ist irgendwas, Kollege? Möchtest du ein paar aufs Fressbrett? Ja. Manche sind hier scheinbar auch Streit aus. Sind schon von Anfang auf Streit gebürstet. Kann man auch nichts ändern dran. So. Ist nun mal so. Das war schon immer so. Ja, manche sind halt auf Schreien aus. Kann man auch nichts machen. Dann haben wir noch. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Die Welt spaltet sich in Schwarz und Weiß, wenn man klar und gründlich macht. Flaggschiff steht zu Diensten. So, schau mal ein bisschen.
müssen wir jetzt schauen, dass wir ja zügig aufgebaut bekommen. Da, da, da. So, nicht genug Arbeitskraft, nicht genug Arbeitskraft. Ja. So, wir sind natürlich gerade gewaltig Geld am Ausgeben. Admiral auf der Brücke. So, fahren wir weiter. Ach ja, herrlich ist das. So, die anderen sind noch unterwegs. Ja. So, natürlicher Park. Wirtshaus. Da ist das Wirtshaus wichtig. Die Feuerwache ist genauso wichtig. So. Spielstand gespeichert. So. Jo. So. Machen wir so. Auch noch ein bisschen mehr Holz. Was ist hier? Ja, das geht da langsam. Langsam, aber sicher kommen wir da vorwärts. Ja. Ja, Arbeitskraft kriegen wir auch irgendwann hin. So. So. Hier noch ein bisschen. Ach ja. So, ein paar Wege, wieder ein paar Wege. Wegenetz schon mal Ausbau. So, dann haben wir das. Ja, da kommen wir noch langsam mal wieder hin. Ruhige Fahrgewässer. Also wir sind ziemlich geknubbelt, würde ich sagen, ne? Segel! Ja, ich würde sagen, das ist dann aber auch die Insel, die ich mir jetzt gleich schnappen werde. Wenn wir dementsprechend die Sachen zusammen haben. Unorte. Okay. Jo, im Moment haben wir noch nichts. Nichts zu feiern. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, ich weiß. Es mangelt an Arbeitskraft. So. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Ja, ja, ist gut. Wir brauchen mehr Erntehelfer. So. Es geht ja langsam voran. Peu à peu. Besser geht immer. So. Wie war nochmal Ihr Name? Oh, das ist ein guter Name. Machen Sie ihm Ehre. Okay. Erstmal möchte ich jetzt die Stadt ausbauen. Wir brauchen Arbeiter. Ja. Und davon nicht zu wenig. So. Ja. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Der Fisch haben wir doch wie viel auf Lager? Wie viel Fisch haben wir auf Lager? Ja, da rappelt voll das Lager. Rappelt voll bis oben hin. Gut gefüttert. Ich zeige Ihnen meine Wertschätzung und lassen Sie mich. Mir geht es gut. Oh Mann, ey. Flaggschiff erwartet Anweisungen.
Ja, Flaggschiff erwartet Anweisungen. Die sind schon auf. Auch auf, Expansionskurs. Ja. So. Okay. So. Wird natürlich immer teurer. So. Jetzt kriegen wir langsam Mitarbeiter. Wie schneller werden die Mitarbeiter? Kann das so gedruckt werden? Ja, ich schaue jetzt gleich. So. Okay. Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, egal was, sagen Sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Kaufen, kaufen, kaufen. Manchmal ist weniger mehr. So. War das jetzt schon Sinn? So. Ja. Unsere Bilanz ist natürlich, Spielstand gespeichert. So. Ist natürlich noch ein bisschen mies. Ich weiß. Neue Befehle? Was braucht man denn, um ein Kontor zu öffnen? Admiral auf der Brücke! Nicht der Wind, das Segel. So. Transfermenü. Schick mal Holz rüber. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich expandieren. Bauernhaus. Okay. So. Straßennetz. Schon mal wieder planen. So. So, dann haben wir das schon mal wieder ein Stückchen. So, wenn ich mal zwischendurch einfach mal nichts sage, weil ich dann einfach mal konzentriert bin. Ja. Also nicht wundern. Ach, ich gebe mein Bestes. So, dann haben wir das. Mal wieder ein paar Bauernhäuser gebaut. Wir brauchen Leute, damit wir auch die Kasse gefüllt kriegen. Das ist mir auch bewusst, mehr als bewusst. Ja. So, wie wir viele Leute brauchen wir? Wir stecken hier viel Herzblut rein. Wie viele Leute braucht ihr denn eigentlich? 5 Mitarbeiter braucht ihr. Okay. So. So, hier machen wir noch eine Straße. Es mangelt an Arbeitskraft. Jo, ich weiß. Es mangelt an Arbeitskraft. Ist mir mehr als bewusst. So. Ach ja, herrlich.
Wie sieht's hier aus? Alles auf einen aufsteigenden Ast. Bretter natürlich runter, das ist mir auch klar. Das arbeitet alles auf Halblast. Ist noch nicht so richtig auf Volllast alles. So. Hier könnte man auch noch eine Bauernsiedlung öffnen. Jo. Das kommt jetzt so langsam in den Rahmen. So, das haben wir. Neue Befehle? Was muss denn noch transferiert werden? Ja, Bretter brauchen wir. So, langsam kriegen wir aber Einwohner. Das dürfte so langsam passen. So, die Bilanz. Ganz nett, obwohl der Sand etwas zu gelb ist. Okay. Spielstand gespeichert. So. Ich hab mir schon gesagt. Bereit für neue Befehle. Dann geht das jetzt gleich los. So. Wie viel brauchen wir denn? Ruder! So. Ich denke, mit 21 werden wir wahrscheinlich hinkommen. So, Getreide, Trauben und Kartoffeln. Hier haben wir Hopfen, Paprika, Kartoffeln. Da haben wir auch Jagd. Salpeter. George Smith ist da schon. Machen wir hier die Paprika. Ich hoffe, dass Hopfen und Malz, Gott erhalts. Hier hat er das. Ja, machen wir hier. Ich hoffe, das passt jetzt. Dass ich die zweite Insel zumindest kriege. So, Arbeitskraft kriegen wir langsam, kommen wir ins Plus. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Finden und holen Sie die Nutztiere. Okay. Was soll ich die denn finden? So. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte so, mit einer Tanz vergelten. Gut. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Okay, dafür brauchen wir einen Stahlträger. Gut. 8 Stahlträger brauchen wir dafür. Okay. Ja, Stahlindustrie sind wir noch ein bisschen was von entfernt. So. Aber wir können schon mal die Feuerwehr bauen. Das wird so aus. Das machen wir auch hier. So, bauen wir hier mal die Stadt aus. So. Das muss zügiger gehen, ne? So. Haben wir Eisenvorkommen auf der Insel eigentlich? Eisenvorkommen haben wir. Hier Kupfervorkommen. Also in der Hinsicht sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ich fühle mich taufrisch und lebendig. So. Wir werden auch peu à peu jetzt bald die Stadt noch ein bisschen hochziehen.
Aber vorher möchte ich schon mal gucken, dass wir die Lager gut gefüllt kriegen. So. Lagerhaus. So. Da haben wir noch ein bisschen, um die Kapazität einfach hinzukriegen, die benötigt wird hier. Ja, ich weiß auch nicht. Laderampen in Gebrauch. Ob man das upgraden kann, weiß ich nicht. So. Uns fehlen Waren. So, komm. Mach hin. Ach, so. Dann bauen wir jetzt noch wieder ein. Spielstand gespeichert. So, dann machen wir hier noch ein Lagerhaus. Ja, machen wir da noch eins hin. Ja, ich will das möglichst symmetrisch haben. Das. Ihr kennt mich ja ein bisschen, ne? Wer meine Planet Coaster und mein Rimworld kennt, der weiß, wie sehr ich immer darauf achte, dass es möglichst symmetrisch ist. Ich bin da schon etwas fanatisch, ich weiß. Aber hier bringt es mir ja je nachdem was. Ne? Wenn die Wege und alles kurz genug sind, kriege ich vielleicht was raus. Ja. Volles Lager. Ja, müssen wir schauen, dass wir hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man da ausbauen kann. So. Neue Befehle? So, dann machen wir hier. Flaggschiff steht zu Diensten. Stahlträger holen wir schon mal rüber. So, jetzt möchte ich mal gerade gucken. Diplomatie. Okay, Wirtschaft. Meine Wirtschaft ist etwas stärker. Ja, hier bin ich haushoch unterlegen. Aktuell. Verträge.